ich mich damals ja die Schade ausgesprochen. Ich hoffe, Gott kann mir das verzeihen. Auf jeden Fall, natürlich. Ich habe gedacht, ja, es war so schön, weil wir suchen eine Bruderschaft. Damals, wenn du jung bist, du willst, alle sagen Bruder zu dir und so, weißt du, wie ich meine? Und dann irgendwann, weil meine Familie hat ein bisschen Terror gemacht und ich habe den Islam verteidigt, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist. Ich habe einfach nur gesagt, nee, stimmt nicht, weißt du? Und dann habe ich deine Videos gesehen, ich schwöre, also ich meine, wir sollen ja nicht schwören, aber das ist, es ist nicht gelogen, wirklich. Ich habe deine Videos gesehen und dachte mir, was für ein Punkt, 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 ne? Was labert der da? Aber ich war anders wie die anderen. Ich habe mir die Schriften genommen, die Sunna genommen und dann habe ich einen Baseballschläger in mein Gesicht gekriegt. Ich habe gedacht, das stimmt, sie war 6, sie war 9, Said war der Adoptivsohn, jeder muss... Ich habe gedacht, kann nicht sein. Und weißt du, was das Schönste ist, Bruder? Danach, es wurde in der YouTube-Suchleiste von Abdul Memra TV, der ja mehr über die Bibel predigt. Und als wollte Gott mir zeigen, guck mal, hier hast du dieses andere. Ja, und so ist es wie, ja, ist der Heilige Geist über mich gekommen und ich kann nichts anderes sagen, außer Halleluja, dass ich deine Videos sehen durfte. Ich wollte dir einmal Danke sagen, mein lieber Bruder. Gott segne dich, du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen, da wieder raus. Gott segne dich und alle im Chat. Und eine Sache will ich noch loswerden für die ganzen neunmal Klugen hier in den Chat, die gesagt haben, die Bibel wäre gefälscht. Wenn du jetzt in die Türkei reist, ja, und holst dir ein Nike-T-Shirt, ja, dann kommst du hier nach Deutschland. Woran erkennen wir, dass das eine Fälschung ist, Bruder? Woran Original können wir vergleichen. An den Original, ganz genau. Kommt, bringt mir das Original um die Ecke, dann könnt ihr sagen, es ist eine Fälschung. Also ehrlich, ich kann dieses Gelaber nicht mehr hören, wirklich. Sehr gut. Gott segne dich, mein Lieber. Du hast das Richtige getan. Du hast das absolut Richtige getan, dass du wieder zurückgekehrt bist zu Jesus Christus. Amen, amen. Siehst du, man muss nur seinen Mund aufmachen, man muss nur seinen Mund aufkriegen, man muss sich nur trauen. Und die Leute können dann selbst für sich entscheiden und durchgehen und dem Ganzen nachgehen. Man muss sich nur trauen, das ist das. Genau, man muss, die Leute müssen die Angst abstellen. Die meisten Leute haben Angst vor ihrer Familie, aber sobald ihr Gott auf eurer Seite habt, dann gibt es keine Angst mehr. Amen. Weder Angst, noch Geschrei, noch irgendetwas anderes. Hab Gänsehaut gerade, weil ich extra 1000 Follower voll gemacht habe, um dir das zu sagen. Gott segne dich, mein Mutterfaller, Gott segne dich. Ja, aber ich mache jetzt auch ein bisschen Primitivarbeit, ja. Ich habe mich vernetzt, auch mit Hakika TV. Ich versuche bei mir in meiner Stadt eine Gemeinde zu gründen, das Wort Gottes zu verkünden, aber alles nur durch den Heiligen Geist, der mir die Eingebung gibt. Aber du bist nicht ganz unschuldig. Uns verbindet etwas, obwohl du es nicht weißt, mein lieber Bruder Amir. Gott segne dich. Ich kann nur staunen über dein Auffassungsvermögen, dass du dich hingesetzt hast und auf dem Ganzen nachgegangen bist. Ne? Dass du ja, nicht du musst ja und ganz los, sondern gesagt hast, warte, ich muss das ja mal prüfen. Ne? Du musst dir ja vorstellen, du machst ja 3 Stunden Videos, ne? Und du erzählst ja ins Detail und jeder Mensch, der ein bisschen Verstand hat, der muss die Logik folgen. Das heißt, die Fakten folgen. Wenn du sagst, hier schlag das auf und die haben alle die Möglichkeit, das aufzuschlagen. Ja, warum schlagen sie es nicht? Steht ja alles offen. Genau. Und jeder, der dein Wort leugnet, was du sagst, er leugnet seine eigene Schrift. Das dürfen die nicht vergessen. Das heißt, die belügen sich und ihre Schrift selber. Die sind raus aus dem Islam. Zack, bumm. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Das hast du super gemacht, echt. Ja, das ist die einzig richtige Entscheidung, die man im Leben treffen kann, ne? Halleluja, sehr gut gesagt. Die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist die Entscheidung für Jesus Christus. Alles andere ist sekundär. Das sollte primär unser Fokus sein. Herauszufinden, was passiert mit uns nach dem Tod. Wohin gehen wir? Richtig. Richtig, ja, die meisten, die machen sich die Gedanken gar nicht. Aber wenn es zu spät ist, im Alter, wenn sie krank werden, dann kommen die Gedanken. Ja. Oh, hier, oh, da. Aber dann ist es, wenn du Pech hast, zu spät. Ja. Und ein Mann, der, und muss ich sagen, es ist kein Angriff gegenüber die Muslime, aber ich habe es doch selbst gelesen. Ein Mann, und ihr könnt es nicht leugnen, der eine 6-Jährige geheiratet hat. Hätte er sie genommen, um sie zu beschützen oder so, dann könnte man noch streiten, aber selbst die anderen Taten sind nicht zu entschuldigen. Aber das kann kein Mann Gottes sein. Das geht nicht.
Ja, du Das musst dir geht mal nicht. vorstellen. Du musst dir mal vorstellen, mein Lieber, der ist in ein Haus von jemandem gegangen und da war so ein Baby am Krabbeln. Das war Ummul Fadl, hieß dieses Baby. Und da Ja. guckt der Mohammed dieses Baby an und dann beginnt er auf einmal dieses Baby und sagt, wenn du größer bist, dann werde ich dich heiraten. Muss ich mal vorstellen, was Oh. in dem Kopf abging in dem Mein Moment. Gott. Andere gucken sich Babys an und finden das Baby süß, heben es hoch und knuddeln Ja, es. ja. Er denkt nur ans Heiraten. Ja, ich bin Er selber guckt sein Vater Baby und an und will heiraten. Das ist unfassbar. ich bin selber Vater und jeder Moslem, der selber Vater ist, ich habe auch eine Tochter. Ja, und also ihr lügt euch selber an und nur Idioten lügen sich selber an, wenn ihr sagt, das ist okay. Oder ja gut, weil er Prophet ist, ist das. Das ist das Schlimmste auf dieser Welt, Anstoß an Das ist das Kindern zu Problem. Man nehmen. kann doch nicht einfach die ganze Zeit sagen, dass der Prophet ist. Stell dir mal vor, er ist gar kein Prophet. Weil das der Prophet, Ja, selbst wenn ja. es ein Prophet ist, sollte er doch ein Kind doch nicht anfassen. Was soll das denn bitte mal? Wie kann das sein, wenn die Jesus sagt, die sagen ja nur die Kreuzigung wäre gelogen. Jesus sagt, wer Anstoß an Kinder nimmt, der soll sich einen Mühlenstein um den Hals hängen und sich im nächsten Meer versenken. Was So soll sieht's er? aus. Glaubt ihr, der liebe Gott ist auf einmal so? 600 Jahre später erlaubt er das? Was ist das denn? Das ergibt keinen Sinn. Ach, Bruder, das Jetzt habe ich's. wirklich da. Da kommt auf einmal, jetzt habe ich Update gemacht. Jetzt dürft ihr Kinder heiraten in Zoo 65 Genau. Lesbien. Ja. Ja, jetzt dürft ihr Update machen. 2.0. Ist Von das krank? Microsoft. Ein Update für Sittiche. Das ist unfassbar. Ach, das ist Wahnsinn, ehrlich. Das ist Wahnsinn. Ich will mal wissen, wenn der Mohammed in der heutigen Zeit gelebt hätte, ja, und deine Frau, die Frau von, ich habe so viele Ich stabile sage dir, Kan. die Muslime, die würden den verfolgen und umbringen, anhand Ja, seiner sicher. Aussage gegen den Staat. Ja, Die würden sicher. töten. Ja, sicher. Das ist so. Heuchler sind das, die sagen, ja, weil er Prophet ist, ja gut, das sind Heuchler sind das. Das wird keiner bei sich selber dulden. Ist Unglaublich. heftig. Echt heftig, wenn man sich das so. Deswegen habe ich auch, als ich selber noch im Islam drin war, so, ne, habe ich mir, als ich mir das Leben von Mohammed betrachtet habe, ich konnte ihn gar nicht mehr folgen nach den ganzen Aussagen, die er da getätigt hat. Wie sollte ich denn ihn als Vorbild nehmen, ey? Wenn er mein Vorbild ist, dann muss ich ja alles nachahmen, was der getan hat, Mann. Sonst ist das ja kein Vorbild. Und wenn du Und den Vergleich noch. seine Taten, die er getan hat, sind ja nicht für eine gewisse Zeit. Er ist das zeitlos gültige Vorbild für alle Ja. Generationen. Ja, Und das stimmt. Und darüber denken die Muslime ja nicht nach. Das heißt, wenn wir in der islamischen Welt auf einmal sehen, dass so Millionen, also zigtausende von erwachsenen Männern Kleinkinder heiraten, ja, woher kommt das denn? Von Donald Ja, die Duck-Heft, drei. von Mickey Maus-Heft oder was? Das frage ich mich auch, warum die Kultur entstand ja nur durch den Islam, also durch den Islam. Die schieben das ja jetzt alles auf Kultur. Ja, in Irak ist das Naja, Kultur, Kultur, Afghanistan ist das Kultur. Kultur. Woher kommt die Kultur denn? 65 Vers 4 ist Kultur, genau. Koran ist auch Ja, Kultur. ja. Kultur, das ist die Kultur. Ja. Ich komme gleich wieder, ich Unglaublich. muss mal kurz was erledigen. Alles klar, Bruder. Ja. Ciao, ciao. Eine Kultur für euch alle. Ist das zu fassen, ey? Das kann sich keiner vorstellen, was hier abgeht, ey. Das kann sich keiner mehr vorstellen, was hier abgeht. Abo Hetzmann ist gleich wieder da, ja? Bleibt da, wo ihr seid.
Z-Achse. Wem steht in der Z-Achse? Gandalf. Das ist natürlich sehr, sehr extremst heftig, ne? Wenn man so bedenkt, dass die Muslime halt ultraschlimme Sachen in ihren Fiqh-Büchern haben, ne? Da habe ich euch ja auch das Video von Rob Christian gezeigt, ne? Als er bewiesen hat, dass sogar Frauen im Islam Pedos sein können. Unglaublich. Unglaublich, wenn die Frau
den BENIS eines kleinen Kindes, das unter 10 Jahren in sich reinschiebt, so gibt es keine Strafe für diese Frau. Ist das zu fassen? Warte, wir müssen das nochmal ganz kurz schauen. Wo befindet sich das? Ich kann das nicht laut laufen lassen, sonst wird das gesperrt. Ich sag euch die Quelle. Genau, in der Hanbali Madhab. Ja, von Ibn Qudama in Al-Mughni, Band 10. Auf der Seite 152, Al-Mughni von Ibn Qudama, Band 10, auf der Seite 152. Guckt euch das bitte an. Es gibt keine Strafe für den muslimischen Mann, der ein kleines Kind penetriert, das noch nicht ihre Menstruation erreicht hat. Und das deckt sich auch mit Sure 65, Vers 4, wo Allah erlaubt, mit Kleinkindern zu heiraten und sie zu penetrieren. Es auf der gleichen Seite, wenn ein Mann seinen Finger in die Vulva des Kleinkindes reinsteckt, es gibt keine Strafe für den Mann. Guckt euch diese Dreckhaufen an. Und wenn eine Frau den BENIS eines Kindes, das unter 10 Jahren in sich einführt, dann gibt es keine Strafe für diese Frau. Und jetzt versteht ihr, warum ich einen Ekel bekomme, wenn ich nur diese Religion in meinem Kopf vorfinde. Sowohl auf der schiitischen Seite als auch bei den Sunniten. Und da kannst du dir nur einen Kopf packen und sagen, was ist das bloß für eine Religion? Ibn Qudama in Al-Mughni, Band 10, Seite 152. Und das ist einer der Madhab-Schulen des sunnitischen Islams. Hanbali. Und Ibn Qudama ist ein Monster, ein Werk von einem gelehrten Mann. Und er nimmt das sowas, nimmt er in seinen Büchern auf. Guck dir das mal bitte an. Das sind Fichtbücher, da kannst du nicht einfach sagen, nee, das kannst du so, das sind Auslegungen. Anhand der Fichtbücher könnt ihr jeden Sunni platt machen. Nur die Fichtbücher. Weil bei Hadith und so kann man eventuell darüber spekulieren, aber Fich ist vorbei, Feierabend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abu Hetzerai. Wa alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Abu Hetzerai, ich lade dich ein zu einer Bäckerei. Aber ich will nur Sujuk mit Ei. Sujuk mit Ei und ein Chai. Und ein leckeren Chai mit Frischkäse und alles mögliche. Und Oliven. Oliven dürfen nicht fehlen, Zeytun.
Jawohl, Zeytun. Jawohl, Hanabi. Du weißt, was Dr. Sheikh Abu Amir braucht. Sheikh Abu Amir braucht Zeytun, Zeyt al-Zeytun, al-Khalas al-Halabi. Dings, weißt du, dass Allah in fast jeder Passage, wenn der Koran anfängt, in jeder Sure, da schwört er einfach auf so Olivenbäume, Feigenbäume und so. Ja, weißt du, weil in der Wüste hat man immer so auf frische Früchte, da gab es nicht. Deswegen hat er immer Lust auf frische Früchte, gell? Ah, deswegen hat Allah auf Palmenblätter und Oliven geschwört, ne? Ja, natürlich, in der Wüste konnte man sich nicht mal duschen. Ah, weil Allah kann sich nicht keine Dusche so besorgen. Er schwört dann immer auf irgendetwas, ne? Ja, klar. Ja, klar. Allah ist abhängig von etwas. Ist immer abhängig. Guck mal, Abu Hetzerai. Ja. Ich habe ein paar Minuten Zeit, bis ich ans mein Ziel komme, dann muss ich dich leider verlassen. Okay. Surat al-Nisa, Surat al-Nisa, yaqulu fiha Allahu azza wa jal. استمتعتم بهن فآتهن أجورهن فريضة. استمتعتم genossen, auf Deutsch übersetzt genossen im Koran. Ich war in einem Livestream vor zwei Tagen, einen Namen Mohammed wollte zwei sunnitischen Mädels überzeugen, dass er mit ihnen sozusagen Mut'a machen möchte. Und diese sunnitischen Mädels haben gesagt, Mut'a gibt es bei uns nicht. Wirklich, die haben gesagt, Mut'a gibt es in der Sunna nicht. Er hat gesagt, Surat al-Nisa 4:24, es gibt Mut'a. Mut'a heißt ja. Genossen, istamta'tun bihunna, atuhunna, Das ist die Genussehe, genau. Die haben gesagt, wir können das nicht machen, das geht nicht. Wir sind Sunniten. Er hat gesagt, aber bitte lesen. Ja, da siehst du mal, wie unmoralisch Allah ist. Er erlaubt also Prostitution im Koran. Unter dem Deckmantel der Ehe, das ist unfassbar. Er wollte unbedingt sie, diese sunnitischen Mädels, überzeugen, am nächsten Tag sich mit ihnen zu treffen und Mut'a zu machen. Das hat er fast geschafft. Das hat er fast geschafft. Weil diese Mädels haben das der Koran aufgeschlagen. Sie haben auch gelesen, Surat al-Nisa 4:24. Die haben auch mitgelesen und die haben sich recherchiert und die haben gesagt, wir gehen zu Hujja, also in die Moschee, und werden auch extra fragen, ob das stimmt. Ob der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das mal erlaubt hatte und dann sozusagen wieder sozusagen abgeschafft hatte. Ja, ja. Verstehst? Und diese Mädels haben... Ja, allein die Tatsache, du siehst ja, dass sehr viele sunnitische Muslime ein riesiges... Und die Schiiten dafür ultra Verurtersöhne, obwohl Mohammed selber das erlaubt hat. Diese Habsburger, das kann und gäbe, und der Koran das sogar sagt. Da steht ausführlich genug. Istamta'tun bihunna, fa'atuhunna, ujurahunna, fariza. Das heißt, wenn ihr sozusagen diese genossene Ehe habt für eine kurze Zeit, dann gebt ihnen auch das Geld. Gebt ihnen das sozusagen die Belohnung. Gebt ihnen das Geld einfach. Das ist wie im Puff. Wie im Puff. Einfach wie im Puff. Hörst du mich? Abu Hetzerai. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, Abu Hetzerai. Ja. Und bei uns im Irak kannst du auch solche Ehen abschließen,
für 2 Tage oder 3 Tage oder 3 Monate oder 2 Stunden. Diese kannst du schon machen. Das ist legal unter vielen Imame, schiitischen Imame, die sagen Surat al-Nisa 4, Allah macht das halal. Du kannst eine Ehe für 2 Stunden, es ist besser als zu einem Puff zu gehen. Ja, da hast du recht. Das ist besser als in ein Bordell zu gehen. Da kannst du einfach zu uns kommen und dann kannst du dich verheiraten lassen für eine halbe Stunde und das ist besser als Bordell. Das ist dann für Allah völlig in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Aber ich spreche es aus dem Irak mit dir. Bei uns in Karbala und Najaf, glaubst du mir, fast jede Familie, jede arme Familie stellt ein Mädchen zur Verfügung zu solchen Sachen, um zu überleben. Glaubst du das vor Armut? Die machen Zeitehe halal, damit diese Menschen überleben können. Fast jede Familie hat ein Mädchen zur Verfügung gestellt, um solchen Sachen zu begehen, damit sie überleben. Stell dir vor, wie hart. Ja, da siehst du mal, mein Lieber, da siehst du mal, wie dreckig die Gesinnung dieser Menschen sind, die das Leid der Menschen ausnutzen, um sich an der Frau zu bereichern und der Familie so Unterstützung zu geben. Da wollen die das Mädchen penetrieren und sich von ihr wieder scheiden lassen, dann kommt der Nächste. Wie in so einem Bordellhaus, Hurenhaus. Das ist ein Bordellhaus. Anstatt den Menschen zu helfen, anstatt sich gegenseitig zu helfen, nutzen die ihre Lage aus und penetrieren ihre Kinder und alles. Zur Hölle mit diesen Leuten. Glaub mir, ich darf nicht schwören. Jesus sagt, wir dürfen nicht schwören. Ich sag dir nur, glaube mir. Ich sage nur, ja. Komm nach Bagdad, ich bringe dir in den Nachtclubs, in die Bordell. Die meisten, vielen muslimischen Frauen wurden zur Verfügung gestellt, Hurerei zu treiben, um ihre Eltern zum Überleben zu bringen. Aus Najaf und aus Karbala in Bagdad nachts. Es sind tausenden muslimischen Mädels zur Heiratsehe, zur Hurerei getrieben, damit sie überleben können. Das ist der richtige Islam. Die Mullahs, die wissen das, die machen das richtig. Das ist Sura 4, 24. Istamta'tun bihunna fa'atuhunna ujuruhunna fariza. Punkt. So ist das und nicht anders. Heftig, ja. Ja, das ist eine traurige, bittere Kapitel im Islam, ne? Dass der Allah Mohammed sowas erlaubt und die Schiiten das praktizieren und treue Muslime sind, die das dann halt akzeptieren und sagen, ja, okay, wenn das da steht und Allah uns das erlaubt hat, dann machen wir das, ne? Natürlich, das ist schon erlaubt, hundertprozentig. Sura 4, 24, alle Muslime sollen aufschlagen. Istabta'tun bihunna fa'atuhunna ijuruhunna fariza. So, einfach genossene Ehe und gib ihr das Geld, das ist wie eine Hure. Eine Hure auf Deutsch gesagt, aber das ist sozusagen halal bei Allah. Ende Gelände, jede muslimische Frau soll sich zur Verfügung stellen. Einfach jeder Muslim, sie soll einfach sozusagen mit ihm ins Hotel gehen für 2 Stunden, wenn sie Lust hat, laut Sura 4,24. Das ist kein Problem für eine muslimische Frau, sie soll das machen. Stell dir mal vor, welcher Muslim würde akzeptieren, dass quasi seine Mutter jetzt alleine wäre und sie ihn großzieht als alleinerziehende Mutter und ich dann zu seiner Mutter gehe und sage, hier ist ein bisschen Geld, lass uns heiraten mit der Bedingung, dass wir uns in einer Stunde wieder scheiden lassen. Welcher Muslim akzeptiert denn sowas, Mann? Glaub mir, ich darf nicht schwören, Jesus sagt, schwöre nicht. In Bagdad, ich sitze im Geschäft, in einem Autoteilegeschäft. Es kommen Frauen, die verkaufen Waschmittel zum Waschen. Wir arbeiten in Sheikh Omar. Sheikh Omar bedeutet, das ist ein Gebiet, Auto reparieren. Ja, die wissen das. Die Iraker wissen Sheikh Omar. Und es kommen Frauen verschleiert. Weißt du, verschleiert, die verkaufen Waschmittel zum Waschen. Wir waschen unsere Hände und so weiter, weil wir ja mit Öl arbeiten und so weiter. Diese Frauen, die sind alle Huren, die sind nackt innen einfach. Die kommen in den Innenraum, es gibt einen Nebenraum und da wird getrieben für 1 Stunde, 2 Stunden zum Beispiel, weißt du, Sex. Und die gehen nach Hause, die verdienen Geld. Die meisten muslimischen Frauen sind so im Irak.
die sollen das verstehen, nur Deutschland, in Deutschland ist es absolut verboten, sowas. Und Deutschland hat uns, also diese Mentalität fast abgeschafft aus dem Kopf, dass die Muslime sagen, wir sind rein, wir sind gut, wir sagen, geh in den Osten, geh nach Ägypten. Ja, hier kommt hier eine Zivilisation ran. Hier werden sie auf jeden Fall auf einmal zivilisiert. Und dann sehen die auf einmal, diese Gesellschaft macht sowas nicht. Da gibt es nur ein Mann heiratet, eine Frau und Hurerei, Prostitution, es sind Bordellen, aber es ist eine verruchte Sache, ist das. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Koran sagt, das ist gar kein Thema. Allah hat das so uns leicht gemacht, also machen wir das auch. Erlaubt, halal, dass wir Frauen heiraten dürfen mit der Intention, uns auch wieder von ihnen scheiden zu lassen. Und ich sage, wenn eine muslimische Frau, wenn eine Muslime nicht zufrieden ist, in Deutschland zu leben, dann auf Wiedersehen, geh mal in deine Heimat, du wirst verhungern, du wirst in die Hurerei getrieben, damit du deine Familie ernährst und es gibt kein Jobcenter, es gibt keine Sozialhilfe, es gibt kein Kindergeld, es gibt kein Wohngeld, es gibt gar nichts. Deswegen lieben die Deutschland, sie lieben Deutschland. Aber die sagen, wir sind nicht zufrieden, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, eigentlich müsste man sagen, wenn du das nicht hier magst, dann ich bezahle dein Flugticket, dann flieg bitte nach Hause. Aber wir alle bezahlen Flugticket, kein Problem. Aber weißt du, Viele Leute, wenn ich nur einen Aufruf machen würde und sage, Leute, hier sind sehr viele Muslime, die das Land verlassen wollen, aber die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, wir müssen ihr Flugticket bezahlen. Glaub mir, so wahr ich hier sitze, ne, da kommt eine ganze Schar von Geld zusammen, um diese Menschen zurückzuführen. Glaub es mir, so wahr ich hier sitze. Weißt du was, alle Muslime, die auf TikTok sind, die jetzt hören, die werden nicht mal nach einem Jahr kein Geld mehr haben im Nahen Osten, in muslimischen Ländern, die werden eine Zeit genossen, Zeit eher gehen, Mut'a, die werden Mut'a machen, um zu überleben. Ich sag's dir, Mut'a machen, die sind gezwungen, weil wenn man Hunger hat, tut man alles, um zu überleben. Und die werden das machen, weil Allah das für halal hält. Ich sag's dir hundertprozentig, ich sehe das in meinen eigenen Augen. So viele Frauen machen Mut'a, um ihren Männern zum Überleben zu bringen und Kinder. Das ist absolut Dreck, eine richtige Götzenreligion, richtige Hurerei-Religion. Aber die kapieren das einfach nicht, die lesen nicht, die schlagen nicht auf, die wissen das, aber die schlagen nicht auf, die wissen das. Abu Hetzerai, ich muss dich verlassen leider, ich muss jetzt richtig los. Okay, alles klar. Gott segne dich, mein Lieber, ja. Danke, dass du auch das Ganze im Arabischen vorgelesen hast. Gottes Segen, Amen. Aber da sieht man, guten Morgen erstmal alle, ne? Da sieht man aber, wie krass du jemanden ausreden lässt, der zu dir hält, der gegen den Islam spricht. Ist das normal? Hörst du mich überhaupt? Ich habe kein Wort verstanden. Hörst du mich jetzt? Ja, aber so leise, du bist so leise. Kannst du lauter sprechen? Hörst du mich? Ja. Ich finde das irgendwie krass, ne? Dass du immer Leute ausreden lässt, die gegen den Islam sind. Aber wenn ein Muslim hier hochkommt und versucht, seine Religion zu verteidigen, auf einmal unterbrichst du ihn und lässt dich kaputt und keine Ahnung. Ich finde das nicht korrekt. Rede von mir aus über den Islam so viel du willst. Am Tag des jüngsten Gerichts musst du dich sowieso verantworten. Verstehst du, was ich meine? Aber es kränkt doch, wenn du jedes Mal über eine Religion sprichst. Du bist doch hier, um die Leute zu schützen und zu retten, oder nicht? Ja, weiter. Eine Frage. Du bist doch hier, um die Leute zu retten, ne? Was sagst du? Du bist doch hier, um die Leute zu retten, oder nicht? Ja, natürlich, klar. Okay, vor was denn? Vor dem Höllenfeuer, oder? Okay.
Sind das nur die Muslime, die in die Hölle kommen, oder gibt es da auch Juden und Atheisten oder was weiß ich, was auch immer? Sind das nur Muslime, die in die Hölle kommen? Jeder Mensch, der nicht zum Herrn Jesus Christus gehört, wird in die ewige Verdammnis fahren. Aber du siehst ja, dass ich aus dem Islam komme und versuche, meine ehemaligen Glaubensgeschwister zum Umdenken anzuregen. Verstehst du? Okay, aber du redest nur über den Islam. Ich meine, die Juden sind ja auch keine Christen. Hab ich dir doch gerade erklärt. Ich selber komme aus dem islamischen Background. Und deswegen rede ich über den Islam, damit die Muslime sich Gedanken machen, was das eigentlich für eine Religion ist, weil sie erkennen sich ja gar nicht aus. Das spielt ja gar keine Rolle, weil du willst ja nicht nur die Muslime retten, du willst ja die ganze Welt retten, oder nicht? Oder sind nur die Muslime für dich so wichtig? Aber wir müssen ja alle Aspekte des Lebens ja betrachten und beachten. Du siehst ja, der eine kommt aus dem Islam, der andere aus dem Buddhismus, der andere aus dem Hinduismus und. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, dass ich hier halt Aufklärung über den Islam mache. Ja, nein. Weißt du, warum du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen? Weil das am meisten Klicks macht. Der Islam ist schon seitdem er angekommen ist. Das ist das Gefährlichste, was man machen kann. Was ich mache, ist das Gefährlichste, was man überhaupt machen kann. Denkst du, Jesus würde das akzeptieren, dass du so über eine Religion redest? Hat Jesus jemals so über eine Religion geredet? So wie du? Hat er so gepredigt? Ja. Wenn das Predigen ist, was du nennst, ne, was du redest, wenn das Predigen ist, dann will ich gar nicht erst in deine Religion reinkommen. Wenn Jesus wirklich so gepredigt hat, dann will ich erst gar nicht da rein. Bitte was? Wenn Jesus so wie du gepredigt hat, dann kann ich gar nicht erst an den Christentum glauben. Das funktioniert gar nicht. Warum? Nur weil Jesus hart gesprochen hat? Was hältst du davon, dass dein Gott die Juden und Christen als Affen und Schweine betitelt? Steht das im Koran? Ja, das steht im Koran. Dann lies mal den Vers davor und den Vers danach und lies nicht nur einen Vers. Hat Allah die Juden in Affen und Schweine verwandelt? Zieh die Verse nicht aus dem Kontext, okay? Was hat das denn für einen Kontext, wenn der Allah sie in Schweine und Affen verwandelt? Was ist das bitte? Ich kenne den Vers nicht. Ich habe den Vers noch nie gelesen. Ja, dann solltest du dich mal damit auseinandersetzen. Warum beleidigt denn Allah in Surah 8, Vers 55? Zeig das doch schriftlich. Hamudi. Irgendwelche Verse. Hamudi. Ne? Warte mal, du warum nennst Warum beleidigt Allah die Juden und Christen? Ich bin kein Christ. Warum beleidigt Allah die Juden und Christen in Surah 8, Vers 55? Laut deiner Logik dürften wir ja dem Islam gar nicht dann folgen. Deine Stimme kommt gar nicht bei mir an. Hörst du mich? Hörst du mich? Gottes Segen, Homie, hörst du mich? Ich höre dich, Jakob. Hörst du mich auch? Ja, ich höre dich perfekt. Ich höre dich sehr, sehr klar und deutlich. Habt ihr mich die ganze Zeit gehört oder was? Ja klar, bestimmt. Ja, Mann, wir haben dich die ganze Zeit gehört. Vorhin warst du Tunnel. Ja, siehst du, der hat also gelogen. Ja, der wollte natürlich nicht tiefer in die Materie eindringen, wo auf einmal Mohammed selber die Quraysh am Beleidigen ist und sagt, wenn ihr stolz seid auf das, was vor der islamischen Zeit war, also diese Jahiliya-Zeit, geh und sagt, der soll in den Penis seines Vaters beißen. Ja, das ist heftig. Generell alles, was im Koran steht, was in den Hadithen steht. Ich meine, ich habe ja auch viel durch dich gelernt, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja auch durch dich zum Herrn gefunden damals. Ich weiß noch, also, nee, ehrlich gesagt, durch dich und durch deinen Bruder Reza, ich weiß noch damals dieses Video mit, boah, das war mit, ich glaube, diesem, weißt du noch, Master Your Mind damals? Ja, stimmt, ja, mein Bruder ist sehr bewandert in solchen Themen, ne, mit NLP und sowas. Der war ja auch selber tief da drin, ey.
Genau. Und ich habe das damals vor so einem halben Jahr gesehen. Und ich weiß noch ganz genau, ich erinnere mich an diesen Satz. Dein Bruder hat gesagt, ja, Gott gibt dir ein Versprechen in der Bibel. Er sagt, der, der mich sucht, der wird mich noch finden. Frage heute noch Gott, geh heute auf die Suche. Und als ich diese Worte gehört habe, habe ich gehört, wie einfach so ein, ich habe ich sag mal so ein Kribbeln in meinem Körper gespürt. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach so auf die Knie gehen muss, auf die Knie fallen muss und den Herrn einfach anbeten, den Herrn Jesus Christus einfach ihn fragen muss. Ne? Und ja, das war einfach der schönste Moment in meinem Leben so. Und seitdem hat einfach alles angefangen, so der Kampf hat angefangen, ne? Der Geist ist in mich gekommen und es war dieses Gefühl von Leere wurde ausgetauscht mit der Liebe Gottes, ne? Die einen erfüllt dann einfach. Und ja, Bruder, ich würde gern einfach kurz eine Sache sagen, wenn das für dich okay ist, weil ich habe auch gemerkt in letzter Zeit, viele Geschwister haben sehr mit der Sünde zu kämpfen. Also auch welche, die heiß sind im Geist, die den Geist empfangen haben, aber trotzdem noch in diesen Sündenzyklen so gefangen sind manchmal. Ich habe ja selber das Problem gehabt, auch nach meiner Wiedergeburt, dass ich einfach ja mit manchen Sachen sehr zu kämpfen habe. Aber Gott hat mir in den letzten Wochen und Tagen sehr starke Erkenntnis gegeben. Also wenn es für dich okay ist, würde ich kurz gern was sagen, weil du hast große Zuschauerzahl und hier sind bestimmt ein paar Christen dabei, die selber Probleme haben, so mit der Sünde zu kämpfen, mit dem Fleisch zu kämpfen, so jeden Tag. Ist das okay für dich? Okay, also Leute, der wahre Grund, warum Gott sagt, dass die Wege des Fleisches der Tod sind, ist, weil es einfach die Wahrheit ist. So, wir alle so hatten einen Moment in unserem Leben, wo wir versucht haben, eine Leere zu füllen, bevor wir unsere Begegnung mit dem Herrn hatten. So ständig versucht haben, uns so auf verschiedene Arten zu betäuben, uns davon abzulenken, so sich diesem inneren Schmerz zu stellen, ne? Wenn wir alleine einfach nur ja, so da sitzen. So manchmal dazu gezwungen zu sein und immer noch dagegen anzukämpfen. Aber wisst ihr, der Breakthrough kommt dann, wenn du aufhörst, dagegen anzukämpfen. Wenn du anfängst, es zu akzeptieren und lernst, mit dir allein zu sein und ja, in dich selbst einzukehren. Du lernst in einer bestimmten Position, in deinem Herzen und Geist zu sein und verstehen, dass es sich vielleicht nicht gut anfühlt, aber dass es das ist, was erforderlich und notwendig ist, um aufzusteigen. Zum Beispiel, ich will heute nicht trainieren. Richtig? Es gibt viele Dinge, die ich nicht tun will, jeden Tag, aber ich tue sie trotzdem. Es gibt viele Dinge, die ich tun will, die ich nicht tue, jeden Tag. Das sagt der Apostel Paulus ja, ne? Genau. Die Dinge, die ich tun will, die tue ich nicht. Ja, und am schlimmsten ist ja an den Wochenenden. So vor allem in den Ferienzeiten und all diesen Sachen, wisst ihr, euer Fleisch und diese Tradition der Menschen einfach, so gesellschaftliche Standards, das kann euch ja wirklich unter Druck setzen und euch so das Gefühl geben, ja, vielleicht stimmt etwas mit dir nicht so, weil du nicht alles tust, was diese Welt tut. Aber immer und immer wieder, wenn wir diese Gedanken entertainen und zu diesen alten Wegen zurückkehren könnten, dann erinnert uns aber, Gott wird dich jedes Mal daran erinnern. Er wird dich daran erinnern, warum er dich von dort befreit hat, weißt du? Man kann leicht wieder in diese Depression schlüpfen, wieder in dieses Gefühl der Leere schlüpfen. Diese Leere in dir zu spüren, wenn du damit fertig bist, zu alten Dingen zurückzugehen. Und ich muss mich jeden Tag daran erinnern. Und jeder, der das gerade hört, fragt dich, lohnt es sich zurückzugehen? Lohnt es sich zurückzugehen? Willst du zurückgehen zu dieser Sucht? Willst du wieder zurückgehen und dein Ziel nicht erreichen? Willst du zurückgehen in diesen Zyklus der Sünde? Willst du zurückgehen, um ein Sklave dieses Fleisches zu sein? Oder willst du weiterhin in deinem Geist bleiben? Also niemand wird perfekt sein. Wir werden alle zu kurz kommen. Aber am Ende des Tages geht es darum, deinem Geist zu erlauben, dein Fleisch zu beherrschen. Weißt du, mehr und mehr und mehr und mehr konsequent. Dann ist dieser Moment, wo die Breakthroughs kommen. Viele Menschen suchen nach Breakthroughs im Leben, aber sie wollen einfach nicht das tun, was am schwierigsten ist. Und das Schwierigste ist es manchmal wortwörtlich einfach alleine zu sitzen, Leute. Einfach alleine in der Gegenwart des Höchsten zu sitzen, während alle anderen draußen sind und ja so aussehen, als würden sie ihr bestes Leben leben, so ihr bestes Leben führen. Du siehst doch, dass die Welt ja abgefallen ist von ihren Christus. Genau. Und Und das Ding ist ja, sie, ja, genau, sie sind abgefallen. Und das Traurige ist ja, sie könnten ihr bestes Leben führen. Sie könnten in dieser Zeit der Segnung leben, könnten diese Dinge tun, während du als Chosen One dich fühlen kannst, als ob du einfach so an einem bestimmten Punkt feststeckst. Vielleicht kennst du das Armee so aus alten Zeiten, aber weißt du, das gehört alles zu deinem Training. Es ist alles Teil dieser Disziplin. Es ist das Verständnis, dass du deinem Fleisch es einfach so sagen musst.
weil du dich deinem Geist unterworfen hast. Der innere Mensch hat sich dem Schöpfer dieses Universums unterworfen. Du fängst an, Selbstbeherrschung zu entwickeln. Und als Chosen One, je mehr du in der Lage bist, diese Selbstbeherrschung auszuüben, desto mehr wirst du gehasst werden von dieser Welt. So vieles davon hat mit spirituellen Dingen zu tun, so. Wer wir innerlich sind, so das Schenken oder unsere Beziehung zu Gott einfach. Aber das meiste davon hat mit Menschen zu tun, die neidisch und eifersüchtig sind. Dass du im Leben viel überwinden kannst. Weißt du? Du bist in der Lage, zu dir selbst Nein zu sagen. Du okay, fällst... mein Lieber, ich muss mal weitermachen. Ich hole dich später wieder rein, ja? Okay, kein Problem, kein okay. Problem. Bro. Ciao, ciao. Aber Jungs, bleibt alles stark. Alles stark bleiben im Herrn, im Geist. Vielleicht über Geist. Ja, natürlich, ne? dieser Kampf, ne? Zwischen Geist und Fleisch, ne? Alles eure Schuld. Ja. Diese Entladen vom Handy, das ist unglaublich. Sobald die Sonne da drauf knallt, hört er auf einmal auf zu laden. Mann, Mann.
Vielen lieben Dank, ihr Lieben, ihr Wundervollen, dass ihr da diese Geschenke macht und das Ganze auch liked. Liked das, teilt das, ne, damit ich in meinen höheren Rängen komme, ne, damit wir Menschen erreichen können. Das ist wichtig. Danke, ihr Lieben, ihr Wundervollen. Also nur, wenn ihr wollt, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ich liebe euch trotzdem. Ich liebe euch trotzdem. Dr. Scherer, aber wir machen nicht anhand von Taten irgendjemanden zu lieben, sondern Jesus Christus hat uns ja Liebe in unserem Herzen gegeben, dass wir Menschen lieben, die jetzt auch nicht sofort alles machen und machen und tun und so. Ne? Die Liebe ist trotzdem. Ne? Dr. Scherer, wir lieben euch von ganzem Herzen. Keiner mehr hier, ey. Die haben irgendwie Anfragen geschickt, aber sind irgendwie abgehauen. Gleich rein. Ich muss erstmal gucken, wer hier noch alles drin ist. Was denn der Effekt am Bus? Was sagst du zu immer erregierten Palmenpenis? Dazu sage ich nur Maschallah, Maschallah, mach nochmal. Maschallah, Maschallah, mach nochmal bitte. Ich kann nicht mehr. Was sich da alles in den islamischen Schriften befindet, das ist ein einziger Horrorfilm. Ein einziger Albtraum. Abu Hetzbacke. Abu Hetzbacke. Wie die mich auch versuchen, so privat so einzuschüchtern, ne, in Privatnachrichten. Ne? Ich lache mich da jedes Mal tot. Die denken wirklich, ich würde aufhören oder mich einschüchtern lassen oder so. Ne? Ihr könnt noch 8 Milliarden Nachrichten schreiben, 8 Milliarden Versuche machen. Sobald ihr einen Schritt gemacht habt, müsst ihr damit rechnen, dass andere euch schon beobachten. Macht das nicht, macht euch nicht unglücklich hier in Deutschland. Lebt einfach euer Leben. Ihr habt sowieso mit diesem Thema nichts zu tun. Also, und wenn du das nicht ertragen kannst, dann musst du weghören. Aber Pläne schmieden und der Allerhöchste sieht das und du versuchst da irgendwas zu machen. Ich sage es dir, mach es nicht. Mach es nicht. Was geht ab, Mann? Gott segne dich und deine Familie, Mann. Amen, dich auch. Gestern Danke. Waren wir am Reden, auf einmal war dein Stream weg. Ja, ich habe meistens immer irgendwie ihr Internetverlust. I lost my connection, you know what I mean? Ja. Ja. Wann hast du das letzte Mal dieses Kubide gegessen? Boah, Kebab Kubide? Wann war das? Ich glaube vor 2 Wochen oder so. Ey, lecker. Jetzt kriege ich schon wieder Hunger wegen dir. Pech. Bist du Iraner? Nein, Bruder. Türke. Türke, okay. Aber
Ich habe so einen Kollegen aus Iran. Aber diese, ist das diese Reis, diese gelbe Reis? Safran. Ich meine dieses, wenn das untere vom Reis so richtig knusprig wie Kuchen ist. Das ist Tadik, da streiten sich alle Iraner immer. Um Tadik. Ah, genau, genau, das ist das, Mann. Das meine das ich. Das ist das Highlight. Highlight vom Essen ist dieser Reiskruste da. Das ist so köstlich. Jetzt unterhalten wir uns sogar über Essen und persische Gerichte und so. Ja, normal. Seht ihr, Dr. Sheikh Abu Amir füllt alle Facetten des Lebensbereiches aus. Ist das nicht herrlich? Man kann ja auch normal reden, ne? Ja, aber du weißt ja, über was ich hier rede. Hier geht es ja um unsere Ewigkeit. Ich habe ja gerade eben Themen aufgemacht, zu Anfang, bevor ich dir da die Connection verloren hatte, dass meine ganze For You-Page ja voll war von diesem Sinanji-Schrott und sowas. Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass der schon wieder es um dieses Kleinkind ging. Und dann dachte ich mir so allen Ernstes, die Muslime verurteilen den Sinanji aufgrund seiner Aussage, dass er am liebsten in die Hand eines Kleinkindes so ejakulieren würde. Dann denke ich mir so allen Ernstes, aber die Gelehrten sagen doch eindeutig, dass man sein Glied sich das Schenkel von einem kleinen Babys massieren darf, zum Beispiel der Imam Khomeini für die Schiiten in seinem Buch Tahrir al-Wasila auf der Seite 241. Und dann haben wir nochmal für die Sunniten den Ibn al-Raim al-Jawziyya, der das in seinem Buch Bada al-Fawaid im vierten Band auf der Seite 96 und 97 explizit den Muslim dann halt rät, wenn deine Hoden platzen und sich dort Spermien angesammelt haben und du keinen anderen Ausweg mehr findest, als die abzuleiten. Dann kannst du das in die Hände eines kleinen Kindes ejakulieren. Bist du so ein aufgesetzter Computer oder? Wie kannst du das alles? Ja, Dr. Chef, aber wie ist denn nicht umsonst, Dr. Chef? Nein, du Doktor bezahlter Computer vom Staat. Wie denn? Ich wünschte, der Staat würde mich bezahlen. Was meinst du, wie ich jetzt aus und rausnehme? Dann brauche ich ja das hier nicht mehr zu tun. Nein, du bist. Sei ehrlich, du bist in einem Filmstudio, das ist nur Requisit hier, dieser Hintergrund von dir. Du bist nicht in einem LKW. Ich bin gar nicht Dr. Sheikh Abu Amir, ich bin Manuel Neuer. Ne? Das ist AI. Du hast eine Maske an. Künstliche Intelligenz. Weit gebe ich bei ChatGPT ein, oder wie das heißt, diese künstliche Intelligenz. Gebe ich ein, Dr. Sheikh Abu Amir, beste islamische... Vernichtung des Islams und gute Argumente und so und dann Hologramm bilden und dann den ganzen Tag habt ihr nur Dr. Sheikh Abu Amir mit den besten Argumenten. Ja. Aber was hältst du davon? Ich hab dir gerade eben das machen würdest, zwei Sachen erläutert. Bitte? Ja. So, guck mal, sogar wenn du das machen würdest, du würdest es nicht verhindern, dass der Islam siegen wird. Wo wird der Islam denn siegen? Guck mal, Wallah, der Islam wird auch aktuell auf der ganzen Welt verkündet und Wallah, es wird ein Tag kommen, wo der Islam mindestens auf der ganzen Welt jeder einmal gehört hat. Jeder. Wir haben doch schon alle Menschen vom Islam gehört. Durch das Internet. Geh mal in den Dschungel, frag mal die Leute. Ja, okay, Dschungel erreichen wir natürlich nicht, aber ich meine, überall da, wo Internet ist, haben die Leute schon von Islam gehört. Nein, also in Amerika gibt es auch Millionen Menschen, die wissen gar nichts von Islam. Also kennen nicht die drei größten Weltreligionen. Einmal das Judentum, Christentum und den Islam. Doch, die wissen das. Aber das ist so. Die wissen nichts jetzt darüber. Jetzt auf einmal doch. Nee. Die wissen einfach nichts darüber. Die wissen gar nichts. Aber die wissen, dass es Islam okay, gibt. Okay, lenk jetzt nicht vom Thema ab. Lenk bitte nicht vom Thema ab, Janem. Ich habe dir gerade zwei Sachen gezeigt, wo die Schiiten den Imam Khomeini haben, der ihnen rät in seinem Buch Tahrir al-Wasila auf der Seite 241, der sagt, es ist kein Problem, sexuelle Gelüste zu einem Baby zu empfinden und wenn du mit ihr Vergnügen haben möchtest, dann kannst du dein Glied rausholen und zwischen die Beine des kleinen Babys massieren. Bruder, Khomeini ist eine iranische Schiite. Okay, eine iranische, kein Problem. Das ist eine iranische. Lass ich gelten. Was sagst du zu Ibn al-Raim, der sagt, man kann in die Hände eines Kleinkindes rein ejakulieren? Ja, weiß ich nicht. Ist das auch ein Irani? Das ist keine Irani und keine Schiite.
Aber ich musste, ich sag dir, ich musste das natürlich angucken. Ich weiß ja nichts darüber jetzt gerade, was du sagst. Ja, ja, aber was ist mit dem Ibn al-Qaim? Ibn al-Qaim? Oh, jetzt habe ich den Verstoß zur Warnung bekommen. Ich komme sofort wieder. Ihr haltet Dr. Sheikh Abu Ahmed nicht auf. Ich wiederkomme, muss dies nicht eingeschrieben werden. Verstoßverwarnung mit Löschung des Kanals. Dr. Shea kommt immer wieder. Raff das doch mal. Nur um euch zu zeigen, dass es nichts bringt, ihr Liebe. Ihr Muslime. Ihr müsst aufhören damit. Das ist Dr. Sheikh am Morgen. Salamu alaikum, Ex-Muslim. Ja. Hey, Ex-Muslim, salamu alaikum. Erstmal. Alaikum salam, Gott segne euch und eure Familie. Ich hab ne Frage, ey, ich folge dir mal erstmal, Ex-Muslim, auf korrekt. Was? Ich folge dir mal jetzt mal, du bist korrekt. Guck mal, du hast Salam gegeben, du hast Namus, du hast Sheref, das ist gut, du hast Adab. Gott segne dich. Gott segne dich auch. Guck mal, ich hab ne Frage. Ex-Muslim. Bist du wirklich ein Ex-Muslim oder machst du nur Show? Ich bin wirklich Ex-Muslim. Sag Wallah. Das ist nicht nur der Name. Also, du bist wirklich, also, das wird jetzt nicht falsch klingen, weißt du, du bist wirklich Ex-Muslim oder was jetzt? Also, du bist jetzt zum Christentum konvertiert oder wie? Nicht zum Christentum konvertiert, ich habe zum Herrn Jesus Christus gefunden. Christentum ist genauso wie Religion wie alle anderen Religionen. Wir müssen zum lebendigen Gott Jesus Christus kommen, um unsere Schuld zu bereuen, von neuem geboren zu werden, damit wir ins Himmelreich können. Okay. Also, findest du deine Entscheidung eigentlich gut, was du gemacht hast, oder schlecht? Also, das ist absolut gut, meine Entscheidung. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe sehr viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen, aber die Entscheidung für Jesus Christus war die beste meines Lebens. Also ich respektiere das, ich sage nichts Falsches, ja, nicht falsch verstehen. Ja, ich wünsche mir ja auch von ganzem Herzen, dass ihr auch eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Das ist ja unser Prophet, im Islam ist ja unser Prophet. Also der, ja, wie kann denn ein Prophet wissen, was 8 Milliarden Menschen aufgespeichert haben in ihren Häusern in Sure 3, Vers 49? Wie geht denn sowas, wenn er nicht allwissend ist? Kann das ein Prophet? Ja, die Frage ist, das ist eine Frage. Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ich so, warte mal, wenn Jesus ein Prophet ist, wie kann er denn wissen, was 8 Milliarden Menschen in ihren Häusern aufgespeichert haben? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, guck mal, aber was soll ich dir sagen, dort, Digga? Guck mal. Oder der Kass ist gut. Du siehst also, dass der Jesus, dass dieser Isa die Fähigkeit hat, zu wissen, was 8 Milliarden Menschen in ihren Häusern aufgespeichert haben. Schlag auf. Surat al-Imran, Aya 49. Wie kann das denn sein, wenn er nur ein Prophet ist? Guck mal, das ist... Ja. Guck mal, Bruder, warte ganz kurz, dein Brownie, ich hab da nichts Falsches gesagt.
Hab ich was falsch gesagt, Leute? Nein, oder? Hab ich nicht. Ich hab nichts falsch gesagt. Ich bin respektvoll dran. Nein, du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Du hast Anstand, Benehmen. Du beleidigst nicht, gar nichts. Das ist gut. Aber das Ding ist, Leute verstehen mich falsch. Das ist doch auch ein Mensch, normaler Mensch. Ja, die meisten kennen mich ja. Die wollen am liebsten nicht, dass du mit mir redest, weißt du? Guck mal, Leute, die hier drin sind, ich rede mit wem ich will, solange er zu mir respektvoll ist wie ein normaler Mensch, bin ich es ja auch. Und ich hab nichts gegen ihn, Walla, warum? Warum wollte ich? Walla, bleibt mal sachlich, Leute. Ex-Muslim, kannst du zurückfolgen? Wir können dann öfters machen, wenn du Bock hast. Ich folge niemanden hier auf TikTok, also nur einigen bestimmten Leuten, aber sonst mit ganz anderen habe ich nichts am Hut, mein Lieber. Du kannst gerne mir Match-Anfragen schicken. Alles und dann rede ich hier mit dir. Aber eigentlich nehme ich so Matches nicht an. Du siehst auch, dass ich auch nicht hier bin, um Matches mitzumachen, um das Geld aus den Taschen der Leuten rauszuziehen oder sowas. Dafür sind wir nicht hier. Wir sind hier, um Aufklärung zu betreiben und den Menschen eine Möglichkeit zu geben, über ihre Ewigkeit nachzudenken. Verstehst du? Mit Errettung und Rettung, weil das Schwein ein unreines Tier ist, das nicht nur in seinem Inneren sozusagen unrein ist, sondern auch sein Verhalten sehr, sehr wahnsinnig ist. Okay. Ja, jetzt kann danach, mein Bruder dir weiter erklären. Wo die Leute dann verstanden haben, okay, dieses Tier dürfen wir nicht essen. Und dann auf einmal wurde das erlaubt. Obwohl das aber immer noch in seinem Mist badet. Es geht ja nicht um dieses gesundheitliche Faktor. Ich meine auch nicht gesundheitlich. Es geht darum. Die Regel meine ich. Ja, das Schwein ist ein. Es gibt bestimmte Tiere, die Gott im Alten Testament für unrein erklärt hat. Zum Beispiel der Hund. Der Hund erbricht ja und isst sehr gerne seinen Erbrochenen wieder. Er geht zu seinem Erbrochenen und isst das wieder. Ein Bild von einem Menschen, übertragen symbolisch auf einen Menschen, ein Mensch, der die Sünde abgelegt hat und trotzdem später wieder zurückkehrt zu der Sünde, die er schon ausgekotzt hat und nimmt es wieder auf. Ja. Ein Bild von einem Menschen, der abfällt und wieder zurückgeht zu deiner Sünde, die er einst sozusagen überwunden hat. Deswegen ist das Tier, der Hund, für uns unrein. Es geht nicht um diese Unreinheit, dass ein Tier jetzt bei dir zu Hause kommt und du ihn berührst und du unrein wirst. Darum geht es nicht. Das geistige Gesetz des Herrn Jesus Christus, des Messias, bedeutet, dass alle Gesetze im Alten Testament eine geistige Bedeutung haben. Deswegen hat Gott diese Tiere nach ihrem speziellen Art erschaffen, damit wir einen geistigen Nutzen darauf haben. Jedes Tier hat einen speziellen Charaktereigenschaft. Warum ist das Schaf rein für uns? Warum dürfen wir Schafe essen? Also jetzt nach Israel gesehen, nach dem Gesetz in Israel. Was ist ein Schaf? Ein Schaf sitzt nur rum bei der Herde und ja, man macht nichts, gar keine Sünde, nichts. Nichts Unreines an sich. Und ganz vor allem, lieb, ein Schaf ist ja ganz das Schaf, lieb. Ne? Wenn es, ja, genau. Die Schafe haben den Charaktereigenschaft, wenn sie in eine Grube fallen und es ist dreckig, die bleiben nicht da drin und wälzen sich in den Dreck wie das Schwein. Die stehen sofort auf und gehen raus daraus und wollen damit nichts zu tun haben mit Dreck. Was ist das Schaf für ein Bild, geistig gesprochen? Warum sollen wir das Schaf in uns aufnehmen? Ja, das bedeutet ein Bild auf einen Menschen, der nicht in der Sünde badet, sondern ein Problem damit hat, in der Sünde zu verweilen und rausgeht und sich reinigt und reinhält und wieder zurück zu der Herde geht und mit der Herde sitzt. Ein Bild für die Gemeinschaft der Gläubigen, die einen Hirten haben. Und der Hirte nach Johannes 10 ist ja der Herr Jesus. Deswegen benutzt der Herr Jesus ja dieses Sinnbild des Hirten. Der sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich gebe ihnen das ewige Leben. Der Herr Jesus nimmt und sagt nicht, und meine Schweine hören meine Stimme. Nein, die Schweine bleiben draußen, ebenso die Hunde. Offenbarung 21,7. Draußen sind die Hunde, sagt der Herr Jesus. Es geht nicht um dieses Tier, dass das Tier, der Hund, nicht in das Paradies kommt. Nein, draußen bleiben die Hunde. Das ist ein Bild auf die Menschen, die zurückgehen zu ihrer Sünde, die sie einst überwunden hatten. Das heißt, jedes Tier auf dieser Erde hat Gott erschaffen, damit wir einen geistigen Nutzen davon haben. Warum dieses Tier so erschaffen worden ist. Hast du verstanden, mein Lieber? Pistachio.
Ja, ich hoffe mal, dass er das jetzt mitgenommen hat. Das Hallo, Gottes Segen. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Danke, Bruder, euch auch. Ja, ich wollte eine Sache nur klarstellen. Jesus meinte ja auch so, das, was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn unrein, nicht das, was in den Menschen hineinkommt. Das heißt, ja, damit genau. Hat er auch alle Speisen für rein erklärt gehabt. Ja, ja. Es geht also um dieses geistige Verständnis. Die Juden sollten ja geistig vorbereitet werden auf das neue Gesetz des Messias. Ja, dass der Messias die Gesetze eben auf das Höchste anheben wird. Dass das nicht bei dem alten Gesetz bleibt. Weil wir wissen nach Jeremia 31, dass es zu einem neuen Bund kommen wird, das hat der Herr Jesus ja, beziehungsweise Gott den Juden ja vorhergesagt, dass es ein neuer Bund kommen wird. Und wenn ein neuer Bund kommt, ändert sich auch automatisch das Priestertum, die Gesetze. Richtig, richtig, richtig. Und darauf sollten sie ja vorbereitet sein, die Juden. Aber die waren nicht vorbereitet. Richtig, genau. Also wer nach dem Gesetz geht, wird auch nach dem Gesetz verurteilt werden. Und an alle meine christlichen Brüder und Schwestern, klar, wir sollten halt die Gebote halten, aber wir sind jetzt unter der Gnade. Das bedeutet, damit sind auch alle Speisen rein erklärt und alle Sünden getilgt. Durch das Blut von Jesus Christus sind wir jetzt reingewaschen. Und das müssen wir verstehen. Also wir sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Ja, genau. Sehr gut. Römer 6, ja. Deswegen kommt auch direkt der nächste Vers. Sollen wir denn jetzt sündigen, weil wir unter Gnade stehen und nicht unter Gesetz? Das sei ferne. Das sei ferne, genau. Ja, wir dürfen nicht. Weil die Leute kommen auf den Gedanken und sagen, ja, jetzt kannst du ja ruhenselig ja sündigen und machen, genau, und tun. Das sei ferne dann davon. Ja, hier. Ihr seid. Aber, genau, aber wenn wir, was passiert dann? Aber wenn wir sündigen, so haben wir jemanden, der ein Fürsprecher von uns ist. Aha. Ein Fürsprecher. Beim Gott, Vater. Genau, ein Anwalt, ein Sachwalter, ein Walter. Das Wort Walter. Und ihr kennt ja die Serie Breaking Bad, ne? Also Breaking Bread ist da drin, also Brot brechen, verschlüsselt Breaking Bad. Und da ist auch der Hauptakteur, der heißt Walter, der sein Leben am Ende für seine Braut hingibt und die Braut rettet. Also auch so eine Metapher, ne? Also alles abgeleitet von der Bibel, die ganzen Filme, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja, die versuchen das halt, die Bibel zu verdrehen in den ganzen Filmen, dass die Leute dann halt davon abspringen und dann Richtung Filmindustrie, Hollywood gehen und die anbeten, diese ganzen Kultisten und Promis und ja, die Elite am besten, ne? Und die versuchen ja Gott zu spielen halt damit, aber die kommen damit halt nicht durch, ne? Also die die Wahrheit erkannt haben, die kriegen die natürlich nicht. Hörst du mich? Ja. Ah, okay. Hallo, Armin. Ich denke die ganze Zeit. Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Nein. Gott segne dich. Ich wollte ein Lied lassen für Reza. Was wolltest du? Weil er mir ein Lied lassen für Reza, weil er hat mir ein Ohrwurm verpasst. I'm a Headsman. I'm a Headsman. Ja, warte. Alltag, was sie braucht, nonstop Feuchtigkeit. Neu, Neutrogen, spiegelt die natürlichen Feuchtigkeitsspender. Ja, Riese, du hast schon den Überraschungseffekt genommen. Ja, mal schauen, ob dein Lied genauso gut ist wie meiner. Okay.
Aber wirklich, du hast schon das greatest Hits gemacht hier. Das ist so krank, das Lied. Und es gibt Leute, die kaufen und sich die CD hören. Das ist aus. Besser soll ich das Lied rausbringen, aber Headspan! Besser! Mach mal einen Remix auf CD rausbringen. Ich mach das auf Spotify, Land Chapeau. Best of Headspan! Best of Headspan! Headspan! Es ist schon so viele Hits. So viele Hits hast du schon da gemacht. Mobile Hits. Unglaublich, ne? Ja. Wir können mal was anderes sehen. Zwei Minuten. Weiß. Gott sei Dank. Hat etwas von der Countryside, ne? Bitte? Hat etwas von so Countryside, also so ländlich, so. Ah, das ist halt ein Loblied, ne? Was willst du da machen? Ja, Hauptsache, man singt für den Herrn, ne? Definitiv. Ja, also, Armin, ne? Also, ich finde auf jeden Fall, du solltest definitiv weitermachen mit den Leuten aufklären, viele Leute zum Jesus Christus führen. Boah, ich hoffe, Gott schenkt dir noch diese richtige Power, ne? Mit dem Heiligen Geist, dass du noch wirklich dann das Licht verbreitest. Amen. Ihr seid Licht, Salz und Licht, ne? Amen. Amen. Wozu ist das Salz noch wichtig, wenn es nicht mehr dazu taugt, salzig zu werden? Es wird hinausgeworfen und es wird draufgetreten. Wird ne? Fade, genau. Ja, wird fade. Keiner mag fade Sachen. Amen, amen. Ja, wenn man einmal. Und mein Bruder hin. Ja, Abu Hetzer ist rausgegangen. Abu Hetzer ist rausgegangen. Abu Hetzman, wo bist du? Ich hoffe, der kommt gleich wieder. Ja, ich habe den Einladung geschickt. Ich muss den immer wieder einladen. Ja, Mann. Von alleine kommt er ja nicht, der Abu Hetzman. Der ist auch mal richtig oft bei Bruder Danny drin. Ja. Ich habe letztens so bei Bruder Danny ne ein Video gesehen, wo einer der Illuminatis, also bei ihm drinne war, ne, der ist auch bei den Illuminatis gewesen, und der meint ja auch selbst, er ist ja besessen und so, und dann hat ein anderer TikToker ihn angesprochen, wer ist eigentlich in dir drinne? Und dann sagte der andere so, hat er so welche Faxen gemacht, ne, so seinen Kopf verdreht und Zunge rausgestreckt und alles so, ne? Also da war so ein richtiger besessener TikToker am Start. Das hättest du sehen müssen, Amir. Ja, natürlich gibt es einige davon, die in solchen satanischen Zirkeln dann halt channeln, ne? Dämonen beschwören und alles, ne? Geisterbeschwörung, Teufelsanbetung. Das kann man geben in dieser heutigen Zeit. Ja, also. Das ist richtig schlimm, ne? Das sind richtige Judas Iskariot. Ja. Verräter des Herrn, ne? Gott segne euch, meine Brüder. Shalom, Gott segne. Gott segne dich, mein Lieber. Na, wie ist die Arbeit bis jetzt? Entspannt? Alles entspannt. Wir müssen ein bisschen aufmerksam machen auf den zweiten Account hier.
Deswegen müssen die Leute das auch liken und teilen, ne, damit die Leute das sehen, dass das mein zweiter Account ist, Ersatzaccount. Ja, Leute, liken und teilen. Ja, genau, dass die Botschaft verbreitet wird. Genau, der eine wurde jetzt gerade gesperrt. Ach so, nee, warum? Nur für den Live-Zugriff wurde der gerade gesperrt. Oh Mann. Aber ja, davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Kein auf keinen Fall. Amen, amen. Aber ich frage mich, welchen Grund die benutzen. Also, du hast ja nichts gemacht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ein Wort gesagt, wo das System das dann aufgeschnappt hat und direkt dann die Sperre verursacht hat. Ja, die melden bestimmt ganz viel. Ja, hier auf TikTok muss man vorsichtig sein, was man sagt. Ne? Sobald du irgendein komisches Wort, da wird das System direkt. Ja, ja, aber so ein Barello, der 24/7 beleidigt und Leute aufeinander hetzt, also wirklich hetzt. Und ja, das ist gesteuert, ne? Was der von sich gegeben hat, habe ich auch durch dich erfahren, dass der hat Krebs vorgetäuscht. Ich kenne den ja nicht, ich bin ja nicht so mit. Das ist das für Leute, die wirklich Krebs haben, ne? Das ist also da fehlen mir die Worte. Das Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ja. Macht er sowas mit Spaß auch noch? Geld verdienen am besten noch, Klicks machen, ne? Oh mein Gott. Ja, die Leute verdient jetzt dann auch voll die Kohle mit Täuschung von Krebs. Also. Ja, und da sein Arafat da, sein Bodyguard, der sagt ja gar nichts, ne? Der Heilige da, die Muslime, die ja keine Dings machen. Verstehe ich nicht. Solche Leute, es ist unfassbar, so heuchlerisch, ist der Wahnsinn. Ja, es hilft dich, ne? Es hilft dich. Das ist so krass, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Wie abgestumpft die Menschen dort sind, ne? Wie low class abgestumpft, ne? Dass sie das so einfach so mitnehmen, ja gut, der hat dann halt Leute dann betrogen und gesagt, dass der abgeschoben wird und Krebs vorgetäuscht und jetzt verdient er sich dumm und dämlich durch die Menschen. Bruder Reza. Shalom, Bruder Reza. Ja, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Alles auf Pause. Ja. Es kann sein, dass mein Handy gleich ausgeht, dass er bläht. Mann, mit deinem Billig-Handy. Ja, das ist die Sonne, die zieht da voll rein. So ein Schrottding. Du kriegst doch, hast du genug Geld. Hol dir doch mal so ein Schrotthandy. I'm a headsman. Reza. Nochmal darauf zurückzukommen. Ja. Was ich meinte, ne? Du siehst also, dass die Leute ihn hardcore verurteilen. Und das sind meistens Muslime, sind das, ne? Die das machen. Und dann denke ich mir allen Ernstes, warum verurteilt ihr denn nicht genauso eure eigenen islamischen Schriften und sogar den Koran, der dazu aufruft, kleine Kinder zu heiraten? Weil sie das nicht erlauben. Ja, die stehen bei den meisten Menschen mit Problemen versuchen die das immer zu verdrängen. Das ist so ein psychologisches Ding. Die verdrängen meistens immer so eine Hardcore-Sache. Ja, ist das. Ja, der Islam ist die größte satanische Religion auf der Erde, ne? Ja, das Schlimme ist, das sehen so viele Menschen, aber sie tun nichts dagegen. Ja, ich die weiß sagen, auch nicht. Die sagen, du hast Deutschland etc. Das ist traurig. Ja, ich weiß ja auch, wieso die das machen, also größtenteils. Es gibt halt zwei verschiedene Typen Menschen. Es gibt Menschen, die unmündig sind, halt auch nicht die Wahrheit erkannt haben wie wir. Und da gibt es Menschen, die Wahrheit erkannt haben, aber um Gewinneswillen sich den Islam anschließen, damit sie diese irdische Erde bekommen. Ja, die irdische Erde ist aber nicht von Dauer. Natürlich auch die Identität, die Kultur, das ist alles. Die Leute haben Angst, ihre Identität. Das ist ja wie den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das, da sind die meisten Menschen leider zu schwach für. Ja. Alles aufzugeben, ne? Und neu zu beginnen.
Das Gehirn ist ja auch so ein Organ, das ist ein faules Organ. Das Gehirn möchte, dass der Mensch sich eigentlich gar nicht verändert. Dass er einfach so bleibt. Weil, wenn der Mensch sich verändert, muss das Gehirn wieder sich neu orientieren und neu alles wegwerfen, was er angesammelt hat. Und neu wieder alles aufnehmen. Und das möchte er nicht, weil das Gehirn eben ein faules Organ ist. Ja, deswegen ist das für den Menschen unheimlich schwer, das zu überwinden. Ja, stimmt. Das ist halt primitives Gehirn. Ne? Ja, aber ich verstehe nicht. Mit seinem primitiven Gehirn. Ich habe das damals auch. Ich habe mir Armin seine Videos angeguckt. Haben wir auch erst gedacht, kann nicht stimmen, aber dann ist doch das Einfachste, was du machen kannst. Nimm dir doch das Buch in die Hand, den Koran, die Sunna, lies sie das durch. Was ist da? Also, wie kann man das dann nicht für wahr haben wollen, wenn es doch in den eigenen Schriften steht? Die verleugnen ihre eigenen Schriften und die nennen sich dann noch Muslime. Das ist so hardcore, Alter. Das ist Wahnsinn. Ich habe letztens noch einen Stream gesehen gehabt, ne? Wo ein christlicher TikToker, so drei muslimische auch TikToker aufklären wollte, und dann meinte er so das Beispiel mit Aisha, und dann hat er das gesagt, und dann sagte ein Mädchen, ein muslimisches Mädchen, sagte dann, ja, damals waren die Frauen ja geschlechtsreifer mit 9, das ging ja klar. Das ist eine absolute Lüge. Wir wissen ja, dass die Frauen gerade zu unserer Zeit immer reifer und frühreifer werden. Ja, früher, so, vor 1500 Jahren. Jetzt in dem Alter. Ja. Das ist eine 6-Jährige. Heute ist so wie damals eine 12-Jährige. Ja, Leute, als ich mir das reingezogen habe, habe ich mir gedacht, so, meint ihr das gerade wirklich ernst? Ja, was sollen die denn sonst machen? Selbst wenn, Vergleiche ziehen. Und selbst wenn, angenommen mit 9 Jahren die Tage zu haben, heißt nicht, dass das nicht lebensgefährlich wäre, für solche Kinder schwanger zu werden. Das ist ja noch... Das kann, die können mit dem Leben dazu bezahlen. Das heißt ja nicht, ja, nur, weil sie. Das ist. Ja, wenn das nicht sagt, ja, genau, das ist ja dann die Logik. Das ist die Logik von Allah. Also, er sagt, ihr Muslime, ihr, wenn die zum Beispiel bluten, dann könnt ihr auch dann dementsprechend sie auch penetrieren. Guckt ihr das mal, was der Gott da macht, was der Allah da macht. Hardcore. Fällt mir auch nichts mehr zu ein, zu sowas. Ja, und dann gibt es Muslime, die das eben praktizieren, die sagen, ja, das ist unser Prophet, alles. Wie abgestumpft. Und alle, die das tolerieren, machen sich auch mitschuldig. Das ist meine Meinung. Natürlich. Alle, die das tolerieren, machen sich für solche Kindesvergewaltigungen in deren Ländern mitschuldig, die sich dagegen nicht aussprechen. Ja. Einfach heftig, ey. Ja, das Ding ist halt, so viele Menschen sind auch unter uns, die diese Ideologie ja vertreten und die das noch man soll diese Menschen tolerieren. Guck mal, ich liebe ja diese Muslimen, also die Menschen, die dahinter sind, ne? Die Menschen, die liebe ich über alles, ja? Wie ich euch liebe. Aber ihre Ideologie, diese satanische Ideologie, dass er vom Teufel höchstpersönlich gekommen ist, der Mohammed in dieser Höhle gewirkt hat und das eingeflüstert hat, ne, diese Ideologie. Die Teufel und die Dämonen verurteile ich, aber nicht die Menschen dahinter. Ja, das ist eindeutig. Er wird gewürgt, er wird verflucht. Man kann ihn verfluchen, er spricht, weiß nicht, kann sich nicht mehr daran erinnern, was er gesagt hat, was er getan hat. Ja. Aber das soll von Gott kommen. Naja, klar. Ja, daran merkst du doch schon, dass das hochsatanisch ist. Hochsatanisch. Ja. Ja, das Handy geht jetzt jeden Moment aus. Ich mach das jetzt mal aus, Leute. Ich komme mal später wieder live. Und ja, lass das Handy mal ein bisschen einfach mal laden. Alles klar, Bruder. Gott segne euch, ihr Lieben, ja. Halt mal mein Handy. Danke für die ganzen Likes, ihr wundervollen. Amen, Amen. Euch segnen und beschützen. Amen. Boah, das Handy ist voll heiß. Bis später. Okay, ciao. Gottes Segen, Bruder.